Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Mythic Plus Opening Event machen. Ich habe nämlich hier wieder eine Mythic Plus Kiste und das müsste jetzt eigentlich die erste in der dritten Season sein, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich müsste jetzt ein Ticken höheres Item-Level rausbekommen. Ich habe jetzt extra vorher in der Season eine Mythic Plus gemacht, und zwar eine 10er, die wir grandios depletet haben mit einer Russengruppe. Mir wurde das geraten, dass ich die erst machen soll und dann die Kiste öffnen. Mal gucken, ob ich jetzt gleich hier so ein Item für den Hals rausbekomme. So ein Artefakt-Ding. Und ja, ich würde sagen, wir machen sie auf, schauen, was drin ist. Hoffentlich kriege ich irgendwas Krasses raus. So eine Waffe wäre was Schönes zum Beispiel oder ein Trinket. Und mal gucken, ob ich jetzt so ein Item für den Hals bekomme. Nee, ich habe irgendwie gar nichts gekriegt, oder? Was habe ich hingekriegt? Ich habe einen Ring gekriegt, der 415 ist. Das war jetzt irgendwie nix. Ah, obwohl, das ist der Dingsring, ne? Der Set-Ring. Ist der neu? Moment, nee. Na gut. Schade, Ringe habe ich mir schon abgegradet. Aber ich habe jetzt hier kein Item für den Hals bekommen, tatsächlich. Also, das hat nicht funktioniert. Da wurde mir anscheinend ein Käse erzählt. Und, ja, anscheinend musst du erstmal den Rang 1 freischalten, so wie es scheint. Ja. Schade. Ich habe jetzt nichts aus der Kiste rausbekommen. Zwecks Hals-Upgrade. Komisch. Naja. Muss ich mal schauen. Muss ich vielleicht nochmal so ein paar Low-Innies gehen, dann hole ich mir das halt nächste Woche. Ist jetzt nicht so der Stress. Könnt mir ja schreiben, ob das bei euch geklappt hat. Ja, bei mir anscheinend irgendwie nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Naja. Gut, das war's eigentlich schon wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.